Machst du dich mit Lulul? Das wäre insane. Okay, ich war gerade kurz bei Nafka. I'm sorry. Klassiker. Okay, wir spielen also Master Yi. Krass. Wow, das ist immer was ganz Neues. Mal gucken, wie das wird. Mit ihm was Neues ausprobieren, ja, oder? Also manchmal muss man auch was Neues machen. Mit Javanhold. Javanhold hatte ich sogar schon mal. War kind of okay, ja. Für Mastery hast du auf Yi zu viel. Zu viel. Jon-Ult? Kha'Zix? Oh mein Gott, Kha'Zix-Ult? Morgana-Ult? Okay, Moment. Unsichtbar ist lame. Kha'Zix ist lame. Jon-Ult stelle ich mir übel cool vor, actually. Morgana-Ult ist auch so, ach. Kha ist übel lame, Leute. Natürlich ist das broken, aber ich bin unsichtbar. Ich mach mir Auto-Attacks. Ich nehme safe Jon. Yonk. Übel sick in dem Kontext. Okay, we now have Yonk-Ulti. Janna Ult auf Yasuo. Wait, das ist Knock-Up, oder? Sick. Kha'Zix Ult. Ahri Ult auf Illaoi? What? Ezreal Ult auf Graves? Okay. Actually, kind of useless, was die haben. Was haben wir? Wir haben Olaf Ult auf Katar. That's fucking weird. Shen Ult auf. Okay. Azir Ult auf Karma? Und Drell Ult da oben. Okay. Danke, Voli, für deine Hilfe. Very much appreciated. Ach ja, ich habe ja alles hier schon. Hab ich vergessen. Ich brauche ja gar keine Hilfe. No CC during ult. Oh, wait, okay, gut. Olaf ist in meinem Kopf immer nur so schnell laufen. Ich finde das so weird, wie wenig Schaden man macht. Das ist halt hier wegen dem Scheiß hier. Ich receive 105% meines normalen Damage und mache 95. Aber wieso mache ich keine 95? Den Ausgleich habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber ich habe das Gefühl, ich mache echt wenig Damage. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich Level 3 bin, aber trotzdem so gut wie keine Items habe. Das war ja eine der langweiligsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Also, der fucking Börsencrash von wann auch immer oder die East India Company, ja, mit ihrem Börsengang in den 1800, dann ist ja ein Scheißdreck gegen die fucking Climax-Kurve von der Aktion gerade. Ich habe ja selten sowas Lames gesehen. Spannendes Yi-Gameplay im Jungle, auch im Fun-Game-Mode, man kennt es. So wie sich das halt gehört. Ich mache so wenig Damage. So normal. Die Minions sind alle viel zu tanky für die Items, die man haben kann zu der Zeit. Ist ein Drache? Warte mal, gibt's Drachen? Was zur Hölle machst du? Keine Ahnung, ausprobieren, I guess. Du machst Infernal Drake Damage auf jeden Fall. Oh mein Gott, schlechte Q. Ich mach dir auf jeden Fall sehr wenig Damage. Oh no. Please don't come here. Please no here. Keine Ahnung, was das jetzt bringt. Attack Supply Ruined Dragon's Blight Towers in 0.5% of the Towers Max Health as Magic Damage once every second. Turret Damage? Turret Damage? Okay. Oh Gott, ist das lame! Oh mein Gott, ist es lame, eine fucking Cutter-Ult auf Yasuo zu spielen. Gute Ult, Lukas. Wisst ihr, hier ist einer der Gründe, warum ich einfach nur Master Yi spiele und sonst nichts. Es geht halt auch einfach alles nie gut. Den cue ich noch. Der muss jetzt anhalten, den Auto-Attack. Easy Snack. Skillshots. Ja, jetzt, ich bin auch schön dumm eigentlich, ne? Dass ich mir freiwillig einen Skillshot ins Kit von Master Yi mit reinpacke. Ich bin halt so krank in diesem Mindset drin, die einfach immer aus Entfernung zu benutzen und mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit versuchen zu treffen, anstatt ranzulaufen und sie dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit versuchen zu treffen. Oh mein Gott. Yes, the destroy. I like to do the destroy. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich das irgendwie... Ist das lame? Master Yi ist einfach so dumb. Man hat selbst mal ein Yonk-Ult auf dem Summoner hat. Braucht man das nicht, wenn man mit Auto-Attacks gewinnt. Drei Yonk-Ults, keine einzige getroffen, Mann. So schön. Ich nehme einfach. Ich habe einfach eine extra Ult. Ich treffe die einfach das ganze Spiel lang nicht. Ich sehe schon kommen. Hey, ich habe keine Yonk-Ulti. Also von mir geht nicht so viel Gefahr aus. Actually, that's a fucking lie. Von mir geht immer Gefahr aus, auch ohne Yonk-Ulti. Sicker Kill. Absolut strong. Dominante Performance. Warte, du committest jetzt nicht, oder? Was soll die Scheiße? Hans. Wir kriegen uns noch in die Haare hier. Oder in die Zigarre. Hey. Wait, that was smart, right? Warte mal, hat Sylas jetzt einfach drei Ultis eigentlich?
Imagine, wenn du in einem Champion bist, die Jungulti actually nicht missbar. Das ist krass, oder? Also man könnte halt manchmal müsste nur nachdenken und dann trifft man Skillshots plötzlich viel einfacher. Aber ich sag's, wie es ist. Das ist auch für mich noch Neuland. Mhm. Für Toplane Illaoi Gaming. Ach, wir haben auch noch Shenlut gekriegt. Was für eine Legende. Ist der Boy schon wieder platt? Ich bin Gold 42 HP, Jan, aber nice try. Ich glaube, meine MMR ist einfach zu fucked dieses Season. Das wird nichts mehr. Observe Brain! Hast du gesehen? Die Yonk-Ult war actually kinda smart. Nicht so smart, wie sie hätte sein können, aber war actually kinda smart. No, can't play mid. No one fucking cares. Oh no. I made an oopsie. Ich dachte, ich hätte Red Trinket. Lass meine Shelly in Ruhe. Damn! Look at Master Yi Go! Der hat jetzt gerade Shelly getötet von euch Minions. Den fick ich. Ich habe ihn schon gefickt, aber trotzdem. Oh boy, du bist big. Wieso bist du so big? Du hast Cho'Gath Ulti. Ah. Ach, Krakenslayer. Balanced as always. Hand of Butz. Hm. 2015 angerufen. Ich will seine Nuss zurück. Okay, that was nice though. Stimmt, Janna ist ja auch so wind-themed. Das ist ja echt voll Wind-Overload. Komm mal her bitte jetzt hier. Jo, was für ein smarter Boy. Das hat er durchdacht. Das habe ich gesehen. Oh. Hä? Ist echt Vision drin? Ach ja, manchmal ist Master Yi auch einfach schön. Manchmal muss man Master Yi auch einfach genießen. Manchmal muss man Master Yi auch einfach genießen! Das ist ein Report. I'm so sorry. Gar keine Chance. Alter, eben kurz casual im Chat gefleckt, dass ich He-Man bin und schon genug Pentas im Leben hatte. Und dann nebenbei noch kurz den Nunu deleten. War schon ein kranker Move, finde ich. Fun Fact, das war auch komplett Master Yi. Ich hatte Yonk-Ult auf Cooldown, ne? Ich habe einfach komplett einfach nur Master Yi gespielt. Alle anderen haben halt mit extra Ultis gespielt, aber ich brauche die halt nicht mal. Das ist schon weird. Ah, okay. Warte, wie heißt die? Lasagna de Lama. Hey, Lama Lasagna? Nicht cool. Nee. Oh boy. Boah, wie lange man am Ende gestunt ist. What the fuck? Man kann ja voll nichts machen. Komm her, lass dich queuen. Oh mein Gott. Wieso bist du so fast? Krasse Ult. Ich fühle mich bedamaged. GG. Einfacher Kill, einfache Tötung, einfache Tutel. Tutel! Wurde ich am Ende gestunt? Wie das denn? Die waren noch in der Luft, die konnten mich nicht stunnen. Egal. Wieso werde ich hier mit Unranked und Bronzes gematcht? Kein Wunder, dass das so kommt, dass ich da so durchgehe. War schon nice. Also die Yonk-Ult war halt gänzlich. Im Prinzip habe ich gerade einen Unranked gespielt. Die Yonk-Ult war halt wirklich bis auf zwei Situationen gänzlich useless. Komplett.